Das war aber. Darf ich das zurückgeben? Fast beschämend. Wir haben versucht, so Heidi gut. Nicht so kitschig zu machen. Aber ich fand es wichtig, das Lied zu machen, weil es genau auf dich zutrifft. Oh, danke schön. Du sagst, du musst in den Bergen leben. Die Berge sind deine Heimat. Und ohne Berge würdest du krepieren. Ja, oder Hamburg. Aber das sind oder in Hamburg. Aber hier sind gar Fischer, keine... Alles voller Kuttergesellen hier. Oder was? Jetzt schockst du mich, aber... Deshalb frieren die Leute auch nicht hier draußen, ne? Trotz 10 Windstärke, oder was? Was machst du denn? Das kannst du ja total. Naja, ich war ja hier schon vor 30 Jahren. Soll ich absteigen? Du hast hier schon mal gelebt eigentlich? Na, gelebt nicht. Das erste Mal war ich in Hamburg, weil wir, als Student bin ich da mit dem Fernlaster, haben sie mich heraufgeschickt, irgendwas von Italien heraufführen. Ich war völlig verloren in der Stadt hier. Und da habe ich mich natürlich in St. Pauli gesmuggelt und gebrannt, Schatz. Wollen wir uns, damit wir jetzt trinken können und ein bisschen von vorne anfangen, Ray, ja. Kleines, würdest du da einfach rüber hüpfen? Relativ sportlich. Und ich würde sagen, wenn du hier so reinkommst, okay. Du bist ein bisschen erkältet. Oh! Wisst ihr was, ich mach jetzt mich mal in mittig. Geht das? Ja, es geht. Ich bin sonst nicht an der Bierzapfanlage. So, so, so. Okay. Herr Moretti. Das ist ganz süß, du heißt ja, hast ja eigentlich geboren, bist du da? Bloeb. Ja, genau. Bloeb. Hugenotte. Ja, du auch? Ja, du auch. Bei mir sind es die Mattees. Ah, schau her. Ja. Verwandt. M-A-T-T-H-A-I-E-E-E-E-E. Ja, genau. Immer diese ganzen... Ganz viele komische Zeichen. Accents und so weiter, ja. Wollen wir prosten, Jungs? Prost. Prost. Prost, Jungs. Prost. Hast du nicht auswendig gelernt? Doch, ich kann davon ganz viel auswendig. In der Schule, Mensch. Ich kann davon ganz viel auswendig. Echt? Du bist ja mit 7 Schwestern und ich mit 4 Schwestern und 4 du Brüder. Mit 4 Brüdern aufgewachsen oder 3 Brüder und 3 Brüder also und 4 ja. Jungs. Wie aber war das so? 4 ja. Jungs, nur Gekloppe, oder? Ja, aber nicht nur. Also irgendwie. Auch schön? Immer so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was war schön da? Ich kann mich nicht mehr erinnern, da hat immer was los. Ich habe so ein bisschen im Gegenteil, das Mädchen hat gar nicht gefehlt. Ich habe ein bisschen festgestellt, dass wenn Jungs mit sehr vielen Mädchen aufwachsen, dann sind die so ein bisschen mädchenhafter. Und wenn Jungs nur mit Jungs aufwachsen, sind die so ein bisschen kann sein. Anders. Kann sein. Also, wie anders, was heißt das anders? Habt ihr alle die gleiche Fußballverein gehabt? Na, Fußball nicht. Fußball kenne ich nicht. Keine Fußballverein? Nein, Fußball habe ich nie interessiert eigentlich. Ne, Österreich, ja. Ja, Österreich. Ja. Wollte ich auch sagen, ja, Österreich. Das begnadete Volk des Fußballs, ja. Aber das heißt, du bist damals überhaupt gar nicht Schauspieler gewesen in deiner Jugend, sondern Fernfahrer. Na, ich bin da mal in Schule gegangen. Bist du zur Schule gegangen und dann Fernfahrer geworden? Nein, ich habe vorher eigentlich ganz was anderes studiert, Musik. Und dann, klassische Komposition. Genau. Aber klassische Komposition ist so schwer. Ja, wahnsinnig schwer. Es ist wie scheiße, ehrlich. Das ist wie... Das war echt die Einbahn. Und dann habe ich nicht gewusst, was ich mache. Und dann bin ich halt Fernfahrer. Also das heißt, mit einem 40-Tonner von Hamburg nach Genua. Ja, nicht nur Genua, natürlich. Sondern? Quer durch. Überall hin. Egal, in Deutschland immer. Aber wann hast du denn studiert, wenn du immer in deinem 40-Tonner gesessen hast? Na, das habe ich immer in den Ferien gemacht. Ach so, ich dachte, das hättest du immer. Na, vorher 3 Monate durchgehen. Dann hättest du deine Mappe vorne auf deinem Steuer so und dann hättest du gelernt. Genau. Chemie, Physik, irgendwas, was du gerade studiert hast. Nein, ich bin nicht dann an die Falkenberg. Hast du dir jemals in der Zeit mal eine Travel-Pussy geholt? Ich wollte. Wir haben die entdeckt Scheiße, neulich. Weißt du, was das war? An der Travel Pussy. Yeah. Yeah. You can buy that on the Autobahn. Ist das überhaupt ein Wort? Ist das ein österreichisches Wort? Travel Pussy. Kann man kaufen? Nein, die kann man aus dem Automaten ziehen. Die heißt Travel Pussy und du schmeißt 2 Euro rein bei den Männern. Jungs, wir haben doch neulich mal eine Travel Pussy gekauft. Nein, wir sind mit dem Tourbus. Wir sind mit dem Tourbus und wenn du aufs Männerklo gehst, kannst du 2 Euro reinschmeißen und ziehst eine Travel Pussy. Und das ist so ein Plastik.
Ding, da musst du warmes Wasser aus deiner Kanne, die du dann hast, reinfüllen und dann kann man so. Ich bin schon total auf der Leitung. Ich habe gedacht, das ist eine echte, Travel-Pussy. Ja. Und ich wollte gerade erzählen, ich habe einmal. Aber nicht hier in Hamburg, sondern in Genua. Es war echte Not. Du hast recht. Es war echte Not. Und komm an. Und es, ich muss gleich aufs Klo. Nein, das zerstört meine ganze Welt. Nein. Was? Über welche Art von Travel Pussy reden wir jetzt gerade? Wir sind der Art oder nein? Beide. Wir arbeiten jetzt beide ab. Okay. Die lebendige und die aus Plastik. Erstmal die lebendige. Die waren Genua. Der Punkt war, es war keine. Weil sie hat echt cool ausgesehen und so weiter und hin und her. Und hat, damals war noch Lire. Ich habe sie von 30.000 auf 10.000 runtergehandelt und so weiter. Ich bin dann runter, richtig cool. Und dann bin ich da hinterher und denke mir, irgendwie hat die so starke Beine und sowas. So toll alles da. Und dann war ich irgendwie um und dann, oh Gott. Ist voll ein Mann. Ja. In welcher Welt leben wir gerade? Ich muss aufs Klo. Du musst nicht wirklich, musst du wirklich pipi? Nee, ich muss. Du möchtest nur raus, du fühlst dich in die Ecke gedrängt. Weil ich komme in solche Gespräche halt gar nicht normalerweise. Was? Warum? Nein, weil jeder weiß halt, bei mir fängst du gar nicht damit an. Halt so. Ein Travel Pussy, das habe ich die erste Mal bei dir jetzt gehört. Und bei ihm dann irgendwie so die neue Travel Pussy gehört. Also, wie wir jetzt aber gehört haben. Ich habe in einer Sekunde zwei Travel Pussys gelernt. Ja. Also ich wusste gar nichts davon davor. Wieso. Und sei es mein Mann. Dann ich war in so viele Raststätten, so viele Tankstellen. Wo hängen diese Scheiße? Also, überall. Nee, weil ich habe die bis jetzt und nicht gesehen. Und die heißt wirklich so. Schade, dass ich sie nicht dabei habe, weil ich hatte sie immer noch hinten liegen, weil ich dachte, irgendwann brauchen wir mal die Travel Pussy. Und jetzt habe ich sie nicht mehr dabei. Plötzlich war sie weg, Jungs. Oh, immer sie war. Mein Dorf, wenn ich das sagen darf, und mein Dorf ist toll, kennt dich vor allen Dingen, weil du Kommissar Rex aber ja nur 3 Jahre gemacht hast. Das ist schon 20er, ist sind alle schon tot, die das gesehen haben. Hast du Kommissar Rex gesehen? So, Jens, hier, Jungs, hier, jetzt geh mal raus. Dann kannst du mal sehen, wie der rechte Haken geht. Was ich so mag und was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass du einen richtig echten großen Bergbauernhof mitten, kann man eigentlich sagen, in den Dolomiten hast? Also, Dolomiten sind ganz wahr. Die sind doch bei Bozen, Ötzen, Dolomiten. Ja, dazwischen liegen die doch. Hast du mal Ötzi gesehen in Bozen eigentlich? Was? Hast du dir Ötzi mal angeguckt? Den toten Ötzi. Ötzi. Das ist mir fad, das ist ja was für Touristen. Das interessiert mich. Das ist nicht fad, ich habe den gesehen. Echt? Und der? Hat dir gefallen? Ja, das war schon toll. Ich bin ist da so vorbei. Ist sozusagen von der Travel Pussy der Counterpower? Ja, wahrscheinlich. Ich gebe jetzt nicht nach. Es ist ja kein Romantikbauernhof oder ein Spaß, den du da machst. Du hast irgendwann diesen Bauernhof von deiner Tante gekauft, bist mit deiner Frau und deinen Kindern als Landwirt da drauf und meinst das auch ernst. Und ihr habt Kühe und habt Milchwirtschaft. Genau, Kühe haben wir vor allem. Wie heißen eure? Unsere heißen Duxer. Es gibt Duxer oder Graue, das sind eben die alpinen Rassen. Und die sind also nicht so wie eure Schwarzbunden, die sind mehr das amerikanische Modell. Also wahnsinnig große Titten und wenig Hirn. So. Was ist das? Die Schwarzbunden haben große Titten und wenig Hirn. Die haben wir 30 Liter geben die oder so. Also unsere in Spitzenzeiten 45. Bei uns sind die Weiber so stark wie die Stiere. Und das ist irgendwie schon wieder cool. Irgendwie. Du wohnst in einem Dorf mit 800 Einwohnern. Ist mein Dorf auch. Echt? Auch 800 Einwohner. Findest du es gut? Gut. Man hätte sich aber auch für die Großstadt entscheiden können. Na, ich bin wahnsinnig gerne in der Stadt, aber nur in der Großstadt. Also ich habe ja viel zu tun, ich drehe ja viel in Rom oder hier. Oder drehst du in Rom richtig italienische Filme mit komplett italienischen... Ja, in Rom musst du halt italienisch, das kannst du nicht deutsch. Kannst du richtig italienisch? Ja, sicher. Ja, man ahnt es ja nicht. Ich habe mir für viel Geld, wie ich finde, weil der gerade erst rauskam, der Film, das finstere Tal gekauft. Weil du warst bei Willkommen Österreich, bei meinen Freunden von Willkommen Österreich. Ja, ja. Und dann habt ihr darüber erzählt und da war ich so neugierig, dass ich den kaufen musste. Und nicht auf der großen Leinwand, oder? Nee, ich habe den zu Hause ganz normal im Bett abends um 11 angemacht und musste immer auf Stopp drücken, weil der so...
Wie kann nach diesem Film noch irgendjemand mich jemals wieder fragen, in welcher Zeit ich gerne gelebt hätte? In nicht der. In der. Doch, doch. Nach 1850 in Tirol kannst du direkt das Leben nehmen nach der Geburt. Als Frau. Ja, okay. Doch. Also komm, jetzt aber mal Prost. Just Prost. Sag hey, sofort Entschuldigung, morgen, ich mag's nicht so. Zeit im Morgen, du hast irgendwo gesagt, und den Satz fand ich so schön, du liebst ungenormte Frauen, wo noch was nachwackelt. Ja, stimmt. Ja. Ehrlich? Das stimmt. Aber jetzt muss ich auch mal, darüber möchte ich gerne diskutieren, das sagen Männer ja so oft, es soll nachwackeln. Aber meint ihr damit nicht auch so ein bisschen an den richtigen Stellen? Also, was sind denn die richtigen Stellen? Das gute Fett soll wackeln. Dazwischen soll möglichst wenig wackeln. Dann darf es hier wieder ein bisschen wackeln. Und dann muss es aber auch, so meinst du schon. Wir würden jetzt gerade reingelegt. Aufpassen. Da war sehr auch. Das ist jetzt alles, große, was Sie jetzt sagen. Das ist jetzt der Theaterkollege. Und unser Leben hat er mich so ganz vorsichtig. Genau. Halt, so. Na, du bitte, bist halt mit Mädchen aufgewachsen. Du bitte, weißt ja nicht Ina, genau, bitte, wie es bitte. Geht. Nee, erzähl uns, was du denkst, dass alle Männer in Deutschland denken halt. Jetzt, Ina, jetzt. Da, drück da drauf. Dankeschön. Und es gilt. Ich würde gerne fragen, wie man Pfeifenmann des Jahres wird. Weil man generell eine Pfeife ist oder weil man wirklich Pfeife raucht? Es ist im Prinzip, haben die mich gefragt und ich habe halt irgendwie mich nicht entzogen. Ja, du rauchst gern. Wo aber denn? Kaum. Wenn... Pfeife rauche ich, wenn ich Zeit habe. Und das ist zur Zeit Seite. Was ist das? Und wer hat dich gewählt zum Pfeifenmann des Jahres? Keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht. Aber irgendwo war das, ne? Oh, das riecht ja lecker, riech mal. Na, der ist gerade lecker. Jetzt guck doch, guck mal, wir haben noch sowas. Bei mir hat der Schwiegervater einen Pfeife geraucht. Du bist anstrengend. Ich? Ja, du bist ein bisschen anstrengend. Weil? Weil das ist jetzt ein Geschenk mit Vanilletabak gestopft und dann raucht man es halt mal. Ach, das ist ein Geschenk. Und dann sagt man nachher im Auto zu deiner Agentin, ach, ja nicht. Sagst du nachher einfach, boah, der war so schrecklich, der Tabak. Das ist ein Geschenk. Entschuldigung. Man macht so, ne? So? So, genau. So. Herrlich. So geht's. Wenn man freundlich Vanille. Sein will, wenn man freundlich Vanille. Sein will. So eine ganz coole Nummer. Ganz cool, darf ich mal zeigen, Vanille. Ich habe das Gefühl, ich schaffe es gerade. Ich auch. Wie macht man das jetzt? Oh, ich sabber die voll. Aber wo ist der Genuss? Was macht ja, wer ist der Genuss? Weil im Moment hat tell me something about the taste. Taste heißt nicht Genuss. Ne? Danke für die Übersetzung. Ja. Genuss. Danke für die Übersetzung. Oh. Bitte schön, gern geschehen. Was heißt bitte schön gern geschehen auf Irisch? Fuck you. Das finde ich auch wirklich... Wie, ist deine jetzt an, oder was? Ja, die lässt wie hast du die jetzt an? Trocknen. Ach, man raucht die nicht genau. Weg. Na, na. Muss man bitte liegen lassen. Aber du rauchst zu Hause gerne mal so am Kamin in Südtirol, am südtirolischen Kamin. In Tirol, wenn schon. Dann, aber denn, Entschuldigung, in Tirol. Wenn, dann rauche ich irgendwie, wenn es gemütlich ist. Und, aber meistens, wenn ich am Berg bin, dann gehen wir Skifahren. Und da am Gipfel oben ist natürlich cool, wenn man so nach zwei Stunden so raufgehen. Und dann ist der schnellste von euch vier Brüdern beim Skifahren? Ich glaube ich. Natürlich. Ich. Aber weil das habe ich einfach, das hab ich einfach viel gemacht früher. Und du hast ja diese Rallye Dakar mitgemacht, ne? Paris Rallye, Paris Dakar. Ja, nein. Jetzt, ja. Auf dem Motorrad. Ja. Motorrad. Was? Zwei Wochen. Was war, ne? Ja, zwei Wochen ist mir dann knallt. Zwei Wochen, sagt man. Ein Dreivierteljahr. Ich liebe es. Also, du hast ein Dreivierteljahr trainiert und zwei Wochen bist gefahren. Zwei Wochen, ja, genau. Es wäre nur eine Woche gewesen, hättest du dich nicht so enorm verfahren immer. Wie macht man das? Man fährt denn dahin mit seinen Motorrädern und dann sagt jemand, eins, zwei, drei, und dann fahren alle los. Nein, die Dakar ist, ist eine Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben in Paris kommen. Gestartet und so weiter. Ich bin ein Mädchen, mich interessiert das ja nicht. Nee, das ist Marokko. Mit Trucks, mit Autos, mit, ja, mit Motorrädern. Wahnsinn. Und wie kann man sich denn da verfahren? Da kann man sich dauernd verfahren, nicht zum Anfang völlig verfahren. Das war ja. Du hast da am Motorrad ein Roadbook. Und du hast eigentlich, du darfst keine Navigation haben. Du hast dein Roadbook und dann hast du sozusagen einen Kompass. Schau, da ist eins. Schau, so schaut der Roadbook aus. Schau, hier ist Cyril Dupré. Ja. Kennst du Cyril Dupré?
Der Weltmeister, der Dreifache. Und diese Scheiße da, das ganze Teil hast du aufgerollt vor dem Motorrad drauf. Ach so. Ja, und das sind, das schaut dann in der Nähe so aus. Ja, und das, dann dreht man das, drückt man das immer weiter während dem Fahren. Und das sind hier sozusagen die Kilometeranzahlen. Und hier steht dann, was weiß ich, Degulé-Gulli. Und in 2,40 Kilometer musst du dann rechts. Aber da steht, in 2,40 Kilometer musst du da rechts hochfahren. Das ist ja nicht so schwer. Genau. Und dann, warum ja, hast du dich da immer verfahren? Auf 310 Grad. Und dann ist aber nichts mehr. Track steht zum Beispiel für Offroad. Und hier. Aber dein Bruder, dem ist es nicht passiert, ne? Ja, der ist ja hinterhergefahren. Hey! Was sind denn? Frau Müller, wir brauchen 3 frische Biere, glaube ich. Stimmt es, dass du vor Jahren, dass es dich so nervt, wenn du im Theater sitzt und es ist laut und, oder Leute reden? Hat vor dir eine Frau gesessen, die nach Rose gestunken hat und die gebabbelt hat. Und dann hast du dir einfach so das Programmheft so auf den Kopf gehauen. Weißt du was, aber das stimmt. Das finde ich schon echt. Wie ihr da herumrecherchiert, ist echt Wahnsinn. Aber das finde ich hart. Peinlich. Ich war selber in den Kammerspielen drin. Wunderbar, von Langhoff. Und da hat eine immer vorne gequatscht. Und das hat mich einfach so beleidigt für meinen Kollegen, dass ich war schon so nervös und so und hin und her. Und irgendwie hält man es ja noch zurück, weil man sitzt ja im Theater, im eigenen und so. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Nein, ich darf nicht mehr. Die Symptome irgendwie auf dem turbierten Kopf. Und was hat sie gesagt? Und dann, die hat gar nichts gemacht. Ich habe gedacht, jetzt werde ich gekündigt und so im ersten Moment. Aber dann hat die nur so gemacht. Da kannst du sie mal sehen, verstehst du? Da kannst du mal sehen. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist einfach eine Beleidigung uns gegenüber. Ich halte es auch nicht aus, wenn man Musiker beleidigt. Jetzt machen wir Musik. Jetzt haben wir so schön drüber gesprochen. Musik? Ja, wir machen Musik. Du hast eine Trompete dabei. Was soll man spielen? Was soll man spielen? Give it up. Yes. Du kannst ganz, ganz viele Instrumente. Du kannst Klavier spielen. Kann was kannst richtig. Du? Aber sag mal, was spielst du alles so? Ich kann nichts richtig. So an, so. Ha? Klavier. Ich kann nichts richtig, das ist genau der Punkt. Aber können wir nicht ein bisschen was Tirolerisches? Tirolerisch? Naja, was Tirolerisch? Du hast was mitgebracht, dass der Fisch stinkt im Sommer und so. Na, das ist ein Gedicht, habe ich ja mal geschrieben. Das hieß, stinkt der Fisch im Sommer, wird ein strenger Winter kommen. Stinkt er noch im Mai, ist Frühjahr bald vorbei. Verstehst du? Ja.